Kroos stichelt wegen Kompany-Kulation mit Guardiola gegen Matthäus Lothar. Matthäus vergleicht Vincent Kompany bereits mit Schub Guardiola, doch Toni Kroos geht nicht mit. Und perfekt der Didas seine je Ansicht auf den FC Bayern München. Vincent Kompany hat mit dem FC Bayern der Didas ihm gehörende erstes Pflichtspiel verloren, bevor der Belgier mit den Münchnern in der Champions League mit 0:1 zusammen mit Aston Villa unterlag. Siegte er 6-mal und spielte gegen den amtierenden deutschen Vorarbeiter Bayer 04 Leverkusen 1:1. Vor der Verlust gegen Aston Villa lobte Lothar Matthäus den neuen Trainer des FC Bayern jenseits den grünen Klee. Diese Bayern sind diese und jene stärksten. Diese und jene ich bisher gesehen habe. Meine Auffassung hinter selbst verfeinert der nebst Schub Guardiola. Um diese selbst hinter vorn spielen. Erklärte der Rekordnationalspieler zusammen mit Sky 90. Kroos reagiert auf Matthäus Kompany Kulation mit Guardiola. Toni Kroos hält von diesem mutigen Kulation nichts. Der in dem Sommer zurückgetretene Ex-Nationalspieler sagte in seinem Podcast einfach mal Luppen, wir sind noch zeitig in der Saison. Wir haben den 1. Oktober und da wird wieder einmal durchgedreht. Hör mir auf. Ach. Sobald ich dasjenige jetzt nochmal sage, lass mich in Ruhe. Der Gewinner der Weltmeisterschaft von 2014 redete sich im Gange so sehr in Rage, dass der Didas ihm gehörende Klosterbruder Felix zusammen mit ihm bereits einen hochroten Kopf ablesen wollte. Nein, kein hochroter Kopf. Ich bin en bloc nicht sauer, bekräftigte wieder Toni, der denn Profi für den FC Bayern und als letzten Punkt für Real Madrid agierend gewesen war. Kroos, da wird eine Fallhöhe gebaut. Anschließend holte der 34-Jährige aus und sagte, die Saison ist 4 Wochen antiquarisch und in diesem Moment wird der Fußball von Guardiola in den Mund genommen, dass dasjenige alles verfeinert aussieht. Da wird eine Fallhöhe gebaut. Aufgrund dessen in diesem Moment Beendigung Oktober hinter 2 schlechten Spielen nochmal zu sagen, es sieht nochmal aus denn nebst. Europit ich nicht? Nenn einen Namen. Der FC Bayern habe bislang 3 sehr gute Wochen gespielt, sagte Kroos noch vor der Kapitulation gegen Aston Villa. Wenn diese und jene Münchner diese und jene Auftritte unter dich selbst gegen gute Mannschaften honorieren können, steige ich mit ein. Auch interessant.